Hallo und herzlich willkommen heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Ghost Stories. Ein neuer Geisterfilm, wie der Name schon verrät, aber etwas anders und mit einem coolen Twist. Und was er genau kann, das erfahrt ihr jetzt. Ich bin oben, Mom. Professor Goodman. Professor Goodman hat eine eigene Fernsehserie, in der er aufklärt, was es mit übernatürlichen Phänomenen auf sich hat. Also alles, was mit Geistern oder so zu tun hat oder Hellsehen, das will er aufdecken. Und er ist sich relativ sicher, dass er da richtig gut ist in dem Job. Und das Ding ist allerdings, er kriegt dann plötzlich drei ungelöste Fälle von einer seiner großen Vorbilder vorgesetzt und gesagt, ey, du, ich habe diese Fälle nicht lösen können, schau, was du machen kannst. Und so versucht er dann, diese drei Fälle zu lösen, die absurder und krasser sind. Der eine ist absurder als der andere und es geht halt immer um eine Art Geister. Und er ist sich dann auch relativ sicher, dass er diese lösen kann, aber das stellt ihn vor ganz große andere Probleme. Und es wird dann zum Ende hin sehr absurd, krass, aber dann auch wieder mit durch den Twist denken sich, okay, jetzt macht alles irgendwie auch Sinn. Und das ist cool umgesetzt. Allerdings ist es so ein krasses Erschrecken bezüglich der Geister, die auftauchen. Also das ist schon echt krass. Und ich hätte mir irgendwie, also ich würde mir persönlich so einen Film nicht angucken, was den Horroraspekt angeht, weil es einfach so ein krasser Geisterhorror ist, wo man sich eigentlich, voll bedrückend diese Stimmung und so, und dann erschrickt man, und das kann ich irgendwie persönlich immer nicht so abhaben. Aber so von der Geschichte her ist es gut erzählt, und auch mit diesen drei Fällen, die sind unterschiedlich, sozusagen mit den Schauspielern, und das funktioniert sehr gut und auch spannend erzählt. 3 von 5 Punkten. Ja, schauspielerisch muss ich sagen, ist es eigentlich ganz gut. Wir haben als Starbesetzung hier wahrscheinlich den bekanntesten ist Martin Freeman. Und so ist der Cast richtig gelungen, also passt und ist solide. 3 von 5 Punkten. Technisch ist der Film ebenfalls gut gemacht, also jetzt nicht großartig besonders. Er hat halt sehr bedrückende, düstere Szenen, wie man sie halt auch von so einem Geister-Horrorfilm kennt. Aber jetzt, er macht nichts großartig Besonderes, was ich irgendwie herausstellen würde. Dementsprechend 3 von 5 Punkten. Durchweg solide. Deshalb komme ich jetzt auch schon zu meinem Fazit. Und ich muss sagen, Ghost Stories hat mich auf der einen Seite überrascht, weil ich nicht das erwartet hätte, was der Film mir am Ende geboten hat. Aber mit dem Twist am Ende denke ich, okay, cool. Aber es ist auf jeden Fall dann auch noch das Ding, dass ich mir so einen Film halt nicht im Kino angucken würde. Also, weil ich kein krasser Horrorfan bin. Wenn ihr auf so krasse Horrorfilme oder Erschrecker in Bezug auf Geister steht, dann könnt ihr euch den angucken. Aber so von meiner persönlichen Meinung her ist solide, nicht überragend, aber auch nicht schlecht. 3 von 5 Punkten. Dementsprechend sind wir insgesamt auch bei einer durchschnittlichen Wertung von 12 von 20 Punkten, was gut ist für einen Horrorfilm, weil er solide durchweg produziert ist, aber jetzt nichts großartig Besonderes macht. Und er spielt so ein bisschen mit deiner Psyche im Sinne von, oder mit deiner Wahrnehmung. Du denkst dir irgendwie so, ich hab's verstanden. Nein, hast du nicht. Und das ist schon krass, und es ist so, er führt dich so ein bisschen an der Nase rum, was cool gemacht ist, aber so insgesamt auch, nichts Überragendes ist. Das ist alles. Also es ist ein guter Horrorfilm. Wer auf Horrorfilme steht, kann sich den echt angucken. Sonst muss man sich den nicht im Kino angucken. Das war's soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da. Schaut auf den Kanal vorbei. Und lasst auch gerne ein Abo da. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!